Ich bin Katrin Köster, ich habe draußen diese weiße Kiste mit dem Briefkastenschlitz oben. Es gibt jeden Tag eine Lesung mit einem anderen Thema. Wir sitzen zu zweit in der Kiste drin, die Kiste ist zu. Wir sehen als Lesende die draußen sind, nicht. Das ist auch das Konzept. Die draußen sitzen, die sehen uns aber auch nicht. Das Ganze ist entstanden aus dem Gedanken heraus, wie schwierig das ist, sich Gedanken in die Welt zu bringen, ja? Wie schwierig es ist, sich mitzuteilen und vom anderen gehört zu werden. Und man muss immer lauter werden, man muss immer deutlicher werden und weiß immer nicht, ob man wirklich gehört wird. Die allererste Idee war, dass ich mich einfach auf den Stuhl setze und dann so eine Papiertüte über dem Kopf stülpe und dann lese. Dann ist mir aber aufgefallen, dass ich ja nicht mehr lesen kann, sondern alles auswendig wissen muss. Und dann wurden die Texte so kompliziert, dass ich mir gedacht habe, nee, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber die Grundidee steckt da drin. Natürlich hat das auch was mit einer Schüchternheit zu tun, eigentlich nicht jetzt unbedingt gesehen werden zu wollen, gleichzeitig diesem unbedingten Bedürfnis, sich mitzuteilen. Nicht nur mit eigenen Texten, sondern auch mit den Texten von anderen. Also es werden philosophische Texte gelesen, soziologische Texte, auch, es sind auch zwei eigene dabei, aber die sind verschwinden gering gegenüber den anderen. Es ist ein großes Spektrum verschiedener Leute, die ich einfach schätze. Und wo ich mir wünsche, dass es unter den Künstlern mehr Austausch gibt über solche Dinge. Also, dass man redet über verschiedene Dinge, die sich nicht immer nur um das eigene Werk bewegen, sondern vielleicht mal ein bisschen tiefer gehen in irgendwelche Sachen. Das war der eine Gedanke. Dann sind mir hinterher verschiedene Sachen aufgefallen, nämlich zum Beispiel, dass diese Kiste, wir mussten die mal kurz zur Seite schieben, ziemlich genau in so eine Box hier reinpasst. Und dann haben wir sie wieder rausgeschoben und ich dachte, wow, das ist ja eigentlich positiv-negativ. Ja? Die Boxen sind der eine Raum, die Kiste ist der andere Raum, der eigentlich gerade in dem Raum drin war. Und ich beschäftige mich schon lange eigentlich mit Räumen und Zeichnen, wenn man Räume immer wieder sieht, eingekastelt in irgendwas. Und so fühlt man sich auch, wenn man in der Kiste sitzt. Dann steckt noch, auch wenn man es vielleicht nicht mehr auf dem ersten Blick sieht, immer noch auch der Burka-Gedanke drin. Die Burka geht mir immer wieder durch den Kopf. Die Kiste ist eigentlich eine Burka mit diesem kleinen Schlitz da oben und das ist der einzige Weg nach draußen, Kontakt aufzunehmen nach draußen hin. Es kann natürlich auch von draußen was nach drinnen geschmissen werden, das war gestern so, das war ein bisschen irritiert. Aber immerhin ist dieser Schlitz das einzige. Und es ist schon ein komisches Gefühl, also gestern war es echt wirklich schlimm, da drin zu sitzen und zu lesen und wir wussten nicht, hört uns überhaupt jemand zu, also es war auch wirklich eine Selbsterfahrung. So, jetzt mache ich es ganz, ganz kurz. Ich wollte eigentlich nur noch, und das muss ich jetzt leider ablesen, nochmal ganz kurz sagen, also ich hatte gestern gelesen zum Thema Ich und Du mit Benedikt Selzner, das ist ein Schauspieler. Heute gab es das Thema Orientierungsverlust, unruhe Denkvorgänge, also das Denken an sich, mit Ute Ehrenfels. Und morgen wird ein Vortrag sein mit der Theresa Buschmann, die da gerade sitzt, die kennen ja sowieso hier fast alle, mit dem Thema Kunst oder lieber nicht. Dann gibt es am letzten Wochenende, also am 19. September und am 20. September nochmal zwei Lesungen, jeweils mit dem Thema Revolution und Anpassung, mit dem Filmemacher Michael Klüfka. Und am letzten Tag Raum und Zeit, also am 20. ein Vortrag mit Jochen Hanschelien und am allerletzten Tag wird die Kiste ganz anders aussehen, das ist dann aber eine Überraschung. So, und jetzt bin ich fertig und jetzt können wir Musik hören.